Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Weiter geht's hier, liebe Mittelalter- und Ritterfreunde. Ein wahnsinnig geiles Spiel wird jetzt weitergespielt. So, wo müssen wir hin? Im Prinzip... Ist das unser Pferd aus dem Suchen? Nein, oder? Das wäre aber zu billig. Rotschimmel. Mut, Ausdauer. Wieso steht da nur aufsitzen? Verstehe ich nicht. Würde ich das nicht stehlen, oder was? Steht das? Na Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun, welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Zum Singen, und? Geil. Willst du mich noch abwerfen? Ich glaube, wir haben da irgendwas übersprungen. Ich habe das nämlich bei einem anderen im Video gesehen, dass der das da mit dem Stallburschen ausgesprochen hat. Und der ihm gesagt hat, dass ihm der abgehaut ist. Aber okay, so geht's natürlich auch. Talenberg, pass auf, können wir das in einer Schnellreise auch machen? Gut, wäre jetzt nicht die Welt. Ich würde mal sagen, wir... Achso, X ist das. Wir peilen hier mal an. Reiten jetzt Richtung Süden und dann vielleicht können wir übers Feld da rechts rüber, dass wir die eine Wolke da gleich einmal wegkriegen. Und zwar genau in die Richtung. Nice. Mein Pferd hole ich mal dann wieder, oder mit dem Pfeiferl, vielleicht kann ich es mir dann mit dem Y mit dem Pfeifen holen. So, in die Richtung. Go! Ja, das ist ein nettes Pferd. Hat sich die Herrin Stefanie gut ausgesucht, glaube ich. Genau, das bringen wir jetzt zurück, dann werden wir uns waschen und umziehen und zu Theresa gehen natürlich, meine lieben Freunde. Wir haben zwar im vorigen Bad da mit einem anderen Mädel geschlafen, aber das müssen wir ihr nicht auf die Nase binden. Aufgedeckt, nice. Ja gut, Freunde, weil es eh so nice ist, werden wir da gleich weiterreiten und dann hier und dann hier das Fragezeichen gleich mit aufdecken, würde ich sagen. Hier werden wir da gemütlich durch den Wald reiten. So, das kann auch in der Mitte geben, sehr gut. So extrem weit ist er jetzt nicht. Ist der... Ach so! Oh, das ist unser Weg, okay. Schaut auf der Map irgendwie gar nicht so aus, dass der irgendwie kleiner wird. Das schaut aus, als wäre da eine Schneise, aber es ist im Prinzip, sind wir hier mitten durch den Wald. Also scheint hier nicht allzu viel Durchfluss zu sein. Aber der eine oder andere dürfte hier doch unterwegs sein, aber schaut eher einen Weg aus... Neue Stufe erreicht, reiten. Das wäre eher... Der Weg eher... von Fußgängern benutzt als von Pferden und sonstigen. Okay, wir sind im richtigen Ding. Weg. Die Hälfte vom Wald haben wir schon. Wir sind gleich dort, Freunde.
Bisschen müssen wir selber reiten auch, können wir alles in Schnellreise machen. Nest brauchen wir nicht. Das könnte das Fragezeichen sein. Ein Fleischer oder wie? Warte mal, haben wir Hunger? Haben wir Hunger? Haben wir Hunger, Freunde? Haben wir Hunger? Spieler in 94 Sattheit, nein. Uhrzeit, okay, das passt von der Energie her ganz gut. Moment, jetzt habe ich jetzt wieder nicht geschaut, sorry. Da wollte ich eigentlich hin. Okay, das haben wir jetzt aufgedeckt. Das ist ein Jäger, okay, alles klar. Wir halten uns dann rechts, genau. Ah, da haben wir eh schon Dahlenberg, sehr gut. Optimal. Uah. Okay, jetzt haben wir ein bisschen ungeschickt angestellt. Der Weg ist dann doch das Ziel anscheinend. Uah, dass wir eine Kurve noch kriegen. So, bevor wir da jetzt falsch abbiegen, schauen wir, wo wir jetzt genau das Pferd abliefern müssen. Reite auf dem Schimmel nach Thalberg. Einfach rein wahrscheinlich, ne? So, reiten wir gleich weiter, da ist auch, glaube ich, ein Fragezeichen. Nice, eine Unterkunft, okay. Das sind doch zwei Soldaten. Wir reiten hier mitten durch die Ding durch, passt schon. Langsam muss man nicht abstürzen, so, geht schon. Damals gesagt, da können wir irgendwo rauf, oder? Ja, hier geht schon. Kein Abschneider. Ah, coole Mucke, jetzt fängt sie zum Regnen an. So, wir reiten da mal rein. Und reiten da nach hinten, schauen wir mal, ob eine Sequenz kommt oder ob das gleich passt, wenn wir das hier abstellen. Uah. Jo. Geht es ja. Ah, okay, das war schon. Nice. Aufgabe abgeschlossen. Coole Sache. Ah, da müssen wir vielleicht raus, okay. So, Moment, wenn wir schon da sind. Wir machen noch eine Sicherheit. Irgendwie ist das ein bisschen penetrant laut, das Lied. Ich hoffe, man hört mich noch. Es war eine coole Mucke für hier, aber... Ah ja, schauen wir, ob da was Neues drin ist. Das haben sie leider noch nicht aufgefüllt. Ja, wir haben jetzt eine Mod für helle Bade auch gemacht. So, Pfeile nehmen wir mit. Säbel nehme ich mit. Wie schaut das Teil aus? Gewöhnlicher Säbel. Ah, das ist von den QQQ irgendwas. Ich weiß schon. Kumanen. So. Pferdchen. Nice. Ja, normal hätten wir jetzt müssen, entweder sich ein anderes Pferd ausbauen und wieder zurückreiten.
oder zu Fuß zurückgehen. Moment, wo will ich denn überhaupt hin? Ah, ein bisschen verpeilt, denn wir müssen ja hierher. Oh, wir müssen den Stinker hier sogar aufspüren, oder wie? Achso, ein Ledetschka, da will ich ja nicht hin, ich will jetzt hierher. Genau, liebe Freunde, das machen wir jetzt so in der Schnellreise. Wanderer, naja gut, schauen wir mal kurz. Hey, guter Mann, willst du deine Festtafel nicht mit ein bisschen Wild zieren? Nö. Danke. Weiter geht's. Na, da bin ich mal gespannt, was Theresa jetzt noch vorhat. Vielleicht können wir jetzt schon langsam das Kleid mal schenken, was wir da gekauft haben. Das wäre nice. Wie gesagt, ich wollte nicht mit der anderen da schlafen. Ich war das nicht. Junge Dame, was ist passiert? Müssen wir schon was? Was ist passiert? Schreckliche Dinge, Herr. Schreckliche Dinge. Aber immer wenn ich jetzt neue ich weiß nicht wofür. Stories? Diese Teufel töteten meinen Mann und nahmen mich. Ich bekam das Kind im Wald. Wie haben wir die Story Tier. Schon? Nein, oder? So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig Milde, guter Herr. Kannst du helfen, Herr? Ein paar Münzen? Sie jagen mich aus dem Dorf, aber wenn ich dem Händler ein, zwei Groschen mitbringe, verkauft er mir sicher was zu essen. Na sicher. Natürlich. Bitte sehr. Danke dir, Herr. Tausend Dank. Ja, kein Ding. Warum ist mein Ding unten, meine Füße gebrochen oder was? Hallo? Geht's noch? Was ist da los? Was soll das? Gott Gut, sei glaub, mit dir, Heinrich. Ja, mit dir auch, danke. Ich glaube, jetzt können wir das zu Fuß, also ohne... Oh, schöne Brücke, danke, gut. So, bin ich jetzt richtig, ohne zu schauen. Yes, da sind wir wieder. So, ich habe da irgendeine Mod mit Waschen. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Yo. Vorher will ich aber meine Wunden. Können wir zwar auch mit Schlafen wahrscheinlich machen, aber ich glaube oben im Badeding können wir das auch erledigen. Bevor wir so der gehen, ziehen wir uns dann auch noch gleich um bei ihr oben, bei dem Badehaus da. Das Ideal ist, dass es gleich in der Nähe von Ding hier ist. Geil wär ja, wenn wir da mit Theresa dann irgendwann einmal in ein eigenes Haus oder so einziehen könnten, oder weiß ich nicht. Wo geht's denn hier hin? Einfach nach hinten raus in den Wald, oder? Ein kleiner Weg ist aber auch, nice. Ja, coole Sache. Kann man einfach mal rausreiten, so nach hinten spazieren und schauen, was da hinten so ist. Coole Sache. So, ich würde sagen, wir parken mal hier. So, dann... Schauen wir uns das mal an. Wir gehen einmal auf leichte Kleidung. Mal das erste Schwert haben wir raus, wenn wir zu ihr gehen. Das haben wir alles raus. So. Perfekt.
Genau, da sind meine Schuhe, die ziehen wir schon mal an. Meine rote Hose, das passt auch gut soweit. Hut haben wir gesagt, brauchen wir keins. Brauchen wir keinen. Ja, im Prinzip können wir das noch anziehen. Naja, nicht so geil. Na, unser Schal, den wir uns von Anfang an behalten haben. Aber ohne kommt es glaube ich besser. Ja, viel mehr brauchen wir eigentlich schon wieder nicht. Also müssen wir schauen, ob wir das irgendwie ihr geben können, wie auch immer das funktionieren sollte. Werden wir schon noch drauf kommen. Achso, verdammt. Ist mein... Ist das schmutzig? Moment. Kann ich das jetzt... Ach so. Schaut da unten ein bisschen schmutzig aus, aber eben kein Male, nichts drauf. Scheiß drauf. Gut, unsere Wunden. Wo habe ich das irgendwo verpasst? Was ist mit meinen Füßen? Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Badeinhaberin, so. Kannst du was handeln? Nö. Nicht das, was ich will. So, dann. Ich bin an euren Diensten interessiert. Mhm. Aha, und was darf's sein? Ja, ein Bad und ich will meine Kleider reinigen und die Wunden versorgen lassen. Perfekt, genau, das wollen wir. Ich brauche ein... Das lässt sich machen. Ja, das ist mir zu teuer. Können wir ja kurz. Und wie viel würdest du? Können wir ja probieren auf 25. Wie wär's damit? Nun, etwa. Du wirst es nicht bereuen, das war... Nice. 4 gespart. So, jetzt sind wir wieder geföhnt und gestriegelt, wie heißt's? Auf jeden Fall sauber, riechen gut. Schönes Gewand an. Ui, da haben wir schon 10 Uhr. Vorbei, na, da werden wir uns zu Hause mal niederlegen, würde ich sagen. Aber alles gut. Wir reiten schnell nach Hause. Legen uns nieder und dann werden wir uns das Abenteuer mit der Theresa noch jetzt reinziehen, würde ich sagen. So lange wird es ja nicht dauern. Das passt schön für den Bart, würde ich sagen. Und ich glaube Müller Peschek, heißt das so, ja. Kann uns glaube ich sogar das Stehlen ja noch beibringen, das können wir ja noch gar nicht. Das werden wir aber ein anderes Mal machen. So, Türe zu. Sehe ich jetzt, ob ich da was drin habe, was ich... Oh! Hä? Okay. Alles klar. Wir haben aber Schatzkarten mitbekommen. Sehr nice. Gefunden. Inventar? What?
Ja, das soll ich jetzt mit. Das ist das, was wir noch hier herinnen haben. Egal, das muss ich mal auf jeden Fall in... Hallo, da stehst du mir hier unten? Ja, nice. Und Peschek oben? Okay, wechselt es euch immer ab anscheinend. Gut, da lege ich mich auch nieder. Und ich glaube, du hast letztes bis 9 oder was geschlafen, bin ich mein. Da, 9 Stunden schlafen wir jetzt einmal in aller Ruhe, entspannt. Muss das die letzte Stunde so langsam immer gehen? Das kann ja nicht sein, oder? Ist das ernst? Ist das euer Ernst? So, 82%, da werden wir noch einmal beide aus Suppe zuschlagen. Sie schläft noch immer, das gibt's ja nicht. Theresa, hallo, aufstehen. Aufwecken will ich es nicht. Haben wir da was Gestohlenes jetzt? Sollten wir eigentlich was drin haben noch. Genau, den haben wir da rein. Das sollte dann mit der Zeit... Hasenfleisch. Das können wir irgendwo weghauen. Da können wir noch einiges verkaufen. Den Schlüssel können wir auch. Eine kurze Kotte. Die nehmen wir mal mit. Ah ne, verdammt. Das ist, ah, passt, das ist das Inventar. Perfekt. Jetzt schläft die noch immer, das gibt's ja nicht. Der Müller schon auf? Da ist er ja. Da werden wir das vielleicht... Werden wir das vielleicht verschieben und den nächsten Bart dann... Taschendiebstahl unten, genau. Kann ich was fragen? Na, das okay. Wäre alles. Das brauchen wir nicht. Du hast ein ehrliches schon? Handwerk. Schlechte Zeiten. Und das während sich die hohen Herren in der Burg und die... Also hast du sie selbst in die Hand... Zieh die Rübe aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich. Kriege kommen und gehen, doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren und die Blaublüter fahren alles ein. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also was schert uns die beschissene Moral? Komm, das haben wir schon. Würdest du mir etwas übers, Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Da lässt er gleich sein Ding fallen. Ist da was drin, ne? Theresa, Freunde. Machen wir dann im nächsten Bad. Die pennt sowieso noch. Jetzt fängt schon zum Ringen an. Die machen wir danach. Ich glaube, aufs Klo gehen. Achso, das ist hier... ich glaube, das funktioniert irgendwie anders. Nicht direkt auf die Wiese. So! Hallo, Heinrich! Hallo! Du musst sicher jetzt einmal speichern. Ist so nur eine Übung, aber wer weiß. Durchgehen. Und jetzt?
Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bin ein Depp. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Nein. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Wo ist aber mit der Maus? Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Ihr Männer seid wie kleine Kinder. Moment, I halten. Ich darf nicht von ihm weg, glaube ich. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Jetzt bleiben wir mal definitiv nur bei ihm drin. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ich glaube, ich habe irgendwas noch nicht ganz verstanden. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, muss ich bei Grün aufhören? Nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Okay, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich habe es, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden. Ich bleibe jetzt mal ruhig. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Aber da kommt doch irgendwas, dass man dann... Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Okay, Leute, ich glaube, das muss ich mir noch mal anschauen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber irgendwas verstehe ich gerade nicht. Ich glaube, ich habe nicht ganz aufgepasst, dass er mir erzählt hat, was ich tun muss. Das bringt jetzt nichts. Drückt halten, um zu wühlen. Ich lass mal los. Ah. Okay, Moment. Hab dich! Wäre das echt gewesen. Aber wie weiß ich, wie lange ich das... Nochmal! Wie weiß ich, wie lange ich da tun kann? Wie komme ich da mit der Maus? Okay, ich mach's doch wieder mit dem Joypad. Da waren da unten die Tasten, habe ich nicht checkt. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Irgendwie so haben sie gesagt, dass es, glaube ich, funktioniert. Jetzt ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Haben wir doch gerade. So ist es gut. Okay. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück.
Ich weiß nicht, wie ich... ich glaube, jetzt können wir ihn wahrscheinlich nicht bestehlen. Ja, habe ich noch nicht ganz kapiert, wie lange ich da diese erste Phase machen kann. Ich glaube, wie das genau... Einmal haben wir gleich erwischt, dann wieder später. Habe ich nicht ganz gecheckt jetzt. Aber macht nichts. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir werden hier jetzt speichern. Zack, genau hier bei Theresa. Den Rotkopf überschreiben. Und werden hier im nächsten Part weitermachen, liebe Freunde. Ich sage danke fürs Zuschauen und nächstes Mal geht's instant direkt mit Theresa und ihrer Mission weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.